Wir sind zurück bei The Witcher. Unser Kamerad ist schon weg. Ja, der hat sich schon aus dem Staub gemacht. Der wollte nicht mehr mit mir spielen. Also gehen wir alleine weiter. Ich muss erstmal mich orientieren. Da hinten ist sowieso nichts mehr, denke ich. Doch, krass. Ja, ja. Mach keine Welle hier. Eine Fackel, wo wir sowieso eine haben, brauchen wir nicht. Nehmen wir nur das mit. Ey, so schon. Was für ein verdammter Glitch. Achso, der kann da hoch. Ah. Jetzt halt. Dann zieh mal das Schwertle raus. Kommt schon her. Ja, Stille. So, jetzt halt. Jetzt was auf die Glocke. So. Plündern wir die Überreste. Aha, aha. Wieder das Zeug drin. Sieht wohl so aus, wenn immer das gleiche drin wäre. Ich werde jetzt mal hier geradeaus weiterlaufen. Da ich ja. Ja, ich habe irgendwas gehört gerade. Da ich ja nicht weiß, wohin oder was oder wie oder wer. Da geht's wohl nicht weiter. Ah doch. Nee. Ach, die Wände werden unsichtbar. So sieht's aus. Ah. Okay. Dann gehen wir halt da vorne weiter. Fackel, brauchen wir eigentlich eine Fackel? Ja, wir nehmen mal die Fackel in die Hand. Was ist denn das? Sicher ist sicher, lieber mal eine in die Hand nehmen. Da gibt es ein bisschen was zum Essen. Ein Schleifstein gibt es noch dazu. Und er packt die Fackel wieder weg. Warum? Oh, Ort der Macht. Was möchtet ihr tun? Ritual der Magie durchführen. Yes. So. Er hat wieder die Fackel weggepackt, finde ich toll. Oh, da kommen gleich wieder zwei, drei, was, wie viel? Okay. Kann man die auch mit Feuer bekämpfen, oder was? Nee. Geht natürlich nicht. Das geht natürlich nicht. Gruppenkampfstil. Und wir hauen mal drauf hier auf die. Na? Na komm schon. Alle tot. Das ging aber schnell. So. Hol die Fackel raus. Na los. Wieso kann der beides tragen? Wieso kann's ich nicht tragen? Ey, das finde ich jetzt aber unfair irgendwie. Ich wüsste, wo es jetzt lang geht. Da vorne ist nämlich auch nochmal hier eine Tür. Ah, fuck, komm. Ah! Eine Tür, wo nicht aufgeht. Na schön, Gitterstäbe. Gehen die auf? Gehen die auf? Abgeschlossen. Nein, geh nicht auf. Achte. Da will man schon nicht so laufen, wie ich will, ey. Aha. Das ist sie wohl, oder? Oh! Da brauchen wir starken Kampfstil, so wie es aussieht. Flammenattacke nehmen wir noch dazu und hauen dir mal richtig eine auf die Fresse jetzt hier. So wie es aussieht, brauchen wir doch nicht das. Ist da schneller. Oh! Der macht aber ganz schön Schaden, ey. Ah, den schaffen wir doch locker. Komm schon. Jawohl, die große Flucht. Quest aktualisiert. Schau an, schau an. Die Gorgo fein säuberlich seziert. Ich bin ein Hexer. Ich töte seit meiner Kindheit Ungeheuer. Vergesst eure Trophäe nicht. Vincent hat einen Preis auf den Gorgonenkopf ausgesetzt. Danke. Kennt ihr den Weg hinaus? Ja, nehmt den Gorgonenkopf und folgt mir. Geht voran. Irgendwie traue ich dem Vogel jetzt nicht. Was hat denn da alles dabei hier? Oh. Okay.
Hier fehlt er noch. Äther. Yes, okay, ja. Wir folgen ihm. Beeilt euch! Er kommt auf zu, mein Freund. Diese Tür führt aus der Kloake hinaus. Hier trennen sich unsere Wege, aber... Still. Ich höre Schritte. Seltsam. Nur wenige würden sich hierher wagen. Wo? Das ist der weißhaarige Dreckskerl. Tötet ihn. Den Ritter auch. Was wollt ihr von mir? Okay. Schneller Kampfstil, lassen wir gerade drin und hauen den mal richtig ein auf die Glocke hier. Die mögen mich wohl nicht. Okay, der andere ist tot. Sollte wohl so sein. Ich habe ja vorhin gesagt, der wird sterben. Nee, doch nicht. Freunde von euch? Kann man so sagen. Die Schurken mit den Salamanderabzeichen stören mich schon eine ganze Weile. Wer hätte euch wohl in den Kloaken vermutet? Der Hauptmann der Wache, der Irrer aus dem Gefängnis und die Häftlinge. Ich habe mit der Gorgo um meine Freiheit gekämpft. Eine überschaubare Zahl von Verdächtigen. Vermutlich löst ihr dieses Rätsel, wenn ihr den Anführer der Banditen findet. Ich habe einen Freund in Visima, der Detektiv ist. Bittet ihn um Hilfe. Wohin des Weges? Ich habe in meinem Quartier mancherlei zu erledigen. Dann ziehe ich aus, um Bestien zu jagen, da die Welt noch voll von ihnen ist. Das habt ihr gut gemacht, Siegfried. Schön, dass wir uns begegnet sind. Ich muss meine Habseligkeiten abholen. Vergewissert euch, dass alles da ist. Jesro ist für seine langen Finger bekannt. Gehen wir. Hier ist der Schlüssel zum Durchgang in die Stadt. Vor einigen Tagen schloss ich die Tür ab, um die Gorgo einzusperren. Danke. Ich nehme lieber nicht den Weg, den ich gekommen bin. Vielleicht sehen wir uns wieder, falls ihr je die Kloaken besucht. Ich komme öfters her, auf der Suche nach Monstern. Ah, eure heilige Mission, die Menschheit zu beschützen. Euer Sarkasmus ist unnötig. Wir sind auf derselben Seite, Hexer. Das werdet ihr auch noch verstehen. Lebt wohl. Und danke. Falls ihr mich jemals braucht, ich bin im Posten in Visima. Schön, vielen Dank. So, wir nehmen das Zeug hier mit. Der Vogel haut jetzt auch ab hier. Na, komm schon, Überreste. Dolch. Kann man nicht mitnehmen, weil die Fackel braucht es sowieso nicht mehr. Ja, er hat uns vorgeschlagen, irgendwas mit privater Ermittler. Jetzt suchen wir uns mal die Trovatos. Und schauen mal, ob die uns helfen können, ne? Die sollen ja recht gut sein. So. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es in der Stadt aussieht. Ich müsste jetzt rein theoretisch nochmal in den Knast gehen, meine Sachen holen. Und dann werde ich mal schauen, was man hier so anstellen kann. Visimas Tempelbezirk. Huren, Mörder und Bettler. Der Salamandra-Stützpunkt muss in der Nähe sein. Ah. Okay, das weiß man, wenn man hier Huren... Was ist das? Rettung. Aha. Okay. Ach, da kann man was spenden. Nee, das haben wir ja nicht hier vor. Mir kommt das Geld auch nicht aus dem Arsch raus. Interessant. Der Privatdetektiv, den Siegfried erwähnte, könnte hilfreich sein. Irgendwo muss ich ja anfangen. Jawohl, genau. Irgendwo müssen wir ja anfangen. Da hat er recht, mein Freund. Da hat er recht, mein Freund. So, hier gibt's einen Privatdetektiv. Was haben wir denn noch hier in der Straße Tolles? Ich weiß gar nicht, wo ich überall hin... Sollte, müsste, armer Mann. Was sagten unsere Auftragsmappe? Sehr viele Aufträge. Okay. Sekundärquests haben wir auch ein paar. Nur zwei Hauptquests.
Ich würde sagen, wir beschäftigen uns mal mit den Secondary Quests ein bisschen. Lass mal da auch ein bisschen was. Gerade das, wo halt auf der Karte angezeigt wird, können wir ja mal machen. Haus des Hellers Taylor. Oh, müssen wir da hin? Was will er denn nochmal dort? Das habe ich vergessen zum Lesen. Hexenschwert. Ich muss mit dem Hehler sprechen, der das Hexerschwert hatte. Ja, da werden wir uns mal auf den Weg machen und uns das Schwert holen. Schönes Städtchen, so bei Nacht. Kerle, ihr habt doch selber nichts, Kerle. Aber da ist ein Pass. Zuckerpuppe. Sache gibt's. Die sind ja schon echt unglaublich, die Sache. Die ganze Fässer liegt überall. Geld. Ah, hier ist doch Geld. Nur in die Fässer reingucken hier. Ja, wenn sie nicht den ganzen Tag saufen würden und mal ein bisschen hier schauen würden. Aha, wir sind angekommen beim Haus. Okay, hier wohnt der Vogel. Hier müsste irgendwo mein Schwert sein. Werbung. Was ist das? Waffenschmied. Werbung vom Waffenschmied. Und lass mich sehen, der ist hier gleich gegenüber, oder? Kerkertür. Ah. Hier gibt es wieder Arbeit, so wie es aussieht. Vertrag. Nehmen wir mal alles mit. Können wir mal schauen, was wir da machen können. Was haben wir hier noch? Ach, die bauen noch hier drin Korn an. Na sowas aber auch. Was ist denn hier passiert? Das weiß wahrscheinlich niemand, was hier passiert ist. Naja. Gut, ich würde sagen, ich melde mich später wieder im nächsten Part bei euch und beende das hier mal. Und noch weiterhin viel Spaß beim Anschauen der anderen Parts und lasst euch mal auf meinem Blog blicken, die Info, also die Seite steht unten drin in der Info. Könnt ihr mal schauen, die Domain ist noch ein bisschen beschissen, sage ich mal, aber es wird alles, ist ja noch alles im Aufbau. Und wir sehen uns dann dort. Viel Spaß und auf Wiedersehen.